Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part zu Dauntless. Im heutigen kurzen Video wird es um diese Goldklauen gehen, um die Gorgon Claws, die man sich jetzt in diesem Oster-Event verdienen kann, die wahrscheinlich in 2, 3, 4, 5 Monaten wieder aufgerufen werden. Also dann könnt ihr die Quest im Regelfall weitermachen. So war es ja bei diesem legendären Frostschwert ja auch, dass man das gerade vor kurzem wieder ein bisschen zocken konnte. So wird es hier wahrscheinlich auch sein, dass das in ein paar Monaten freigeschaltet wird. Also erneut freigeschaltet wird oder dass es vielleicht sogar irgendwann so ist, dass man diese legendären Waffen, sage ich mal, immer sich erspielen kann. Ist nicht undenkbar, kann sehr gut so kommen. Aber im heutigen Part wird es natürlich darum gehen, lohnt sich das Ganze überhaupt generell jetzt abzuschließen oder in der Zukunft abzuschließen. Ihr müsst dafür 2000, 3000, 5000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 40.000 und 50.000 XP freischalten, jeweils in verschiedenen Quests, und ihr müsst die erspielen mit diesen goldenen Klauen, mindestens in der Bindung oder als Waffe generell. In der Bindung meine ich dann natürlich mit der Chronowar-Waffe, dann kann man die halt reinbinden und kann die dann einfacher hochzocken, weil man dann direkt die 120 Kraft hat, die man so bei der Waffe nicht hätte. Die beginnt, glaube ich, bei 10 oder 20 und geht dann so allmählich halt hoch, und allmählich werden dann diese Perks, die ihr hier schon seht, werden dann freigeschaltet. Ja, und jetzt ist halt die Frage, lohnt sich der ganze Krempel? Also ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich sie nicht hochzocken werde, aufgrund zeitlichem Aufwand, den ich im Moment nicht bewerkstelligen kann. Wäre die Waffe jetzt wirklich ultra hammer geil gewesen, dann hätte ich mir die Zeit genommen. Die Entwickler haben auch gesagt, weil es bei mehreren Leuten da irgendwie Probleme gab, dass die Zeit auch verlängert wird. Das könnte auch eventuell schon so ein Indiz sein, dass es vielleicht komplett freigeschaltet wird, also für immer. Keine Ahnung. Also nagelt mich da nicht fest. Ansonsten habt ihr nur noch, was weiß ich, anderthalb Wochen oder so Zeit, um das überhaupt abzuschließen, bis zum 20. glaube ich war das. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube bis zum 20. 4. kann man die normal freischalten. Ja, schauen wir uns die Werte an, die drauf sind. Also die zwei Hauptwerte, Bladestorm und Nimble, also Klingensturm und Gewandtheit, ist halt echt nicht so gut. Klingensturm vielleicht noch deshalb, weil es gut zur Waffenauslegung passt, sage ich mal. Gewandtheit finde ich jetzt, weiß ich gar nichts, kann ich gar nichts damit anfangen, irgendwie, wenn ich durch einen Gegner durchdodge, dass ich nochmal Ausdauer gut geschrieben bekomme. Kann ich damit irgendwie Damage generieren oder sowas? Keine Ahnung. Fällt mir jetzt nicht so ein passendes Bild ein, wo das super funktionieren würde. Was natürlich der große Pluspunkt der Waffe ist, ist diese plus 30% Part Damage. Angenommen, ihr baut da nochmal irgendwie geschärft mit ein, da habt ihr schon 60% Part Damage. Wenn ihr dann durch ein Monster durchdodgt und dann direkt innerhalb von 5 Sekunden da irgendwie Damage macht, macht ihr dann plus 150% Part Damage, also Teilschaden. Und wir haben nochmal, glaube ich, durchgeschärft auch nochmal 100 oder 150%, weiß ich nicht. Und wenn man dann natürlich ein schönes Damage-Bild baut und dann natürlich 200-250% Teilschadenserhöhung hat, dann kommen da wahrscheinlich schon schnell so Zahlen raus, 30, 40, 50, 60, 70.000 Damage oder noch mehr, die man dann mit diesem Beamstrahl, mit dem Special da machen kann. Also das ist, sage ich mal, das große Ding, also dieser generelle Teilschaden. Das könnte rein theoretisch vielleicht auch für hier Fehde vielleicht noch irgendwie wichtig sein und wichtig werden, kann ich mir eventuell auch noch vorstellen, eben wegen diesem großen Part Damage. Oder ja, aber das Dodgen halt, dass man dodgen muss, das ist halt immer so ein bisschen blöd. Das erstens schafft das nicht jeder, immer das auszulösen, dann auch innerhalb von 5 Sekunden eine relativ heftige Attacke dann direkt nachzusetzen, weiß ich nicht, ist nicht so geil. Dann ist natürlich nicht so gut, dass die Waffe minus 200 maximale Leben hat. Ist natürlich jetzt auch nicht gerade förderlich, sagen wir es mal so. Und dann ist noch ein Effekt drauf, wenn ihr unter 30% HP seid, dass ihr 15% Attack Speed bekommt. Wäre wenigstens das jetzt irgendwie Damage oder so, keine Ahnung, jetzt nur um irgendwas zu nennen, dann würde ich vielleicht noch sagen, komm, ist okay, aber Attack Speed brauchen die Striker oft gar nicht, wenn man schon andere Dinge nutzt oder sowas.
Also hier Katalysator ist ja meistens eh Pflichtveranstaltung und dann jo, willst du dann mit unter 30% Leben rumlaufen, um dann so ein bisschen Attack Speed zu haben. Also viele Striker-Spieler sagen mir eigentlich, dass man die Striker eh nur bis zu einem gewissen Attack Speed spielt. Und dann nervt das eher, weil man die Kombos zu schnell drücken muss oder das dann aus, das, da kommt man so ein bisschen aus der Rotation raus, sage ich mal. So wurde es mir zumindest mal berichtet. Also ihr merkt schon, da sind zu viele schlechte Sachen drauf. Die zwei generellen Attribute, die drauf sind, sind nicht geil. Also die zwei, also Bladestorm und also Klingensturm und Gewandtheit. Dann das mit dieser Zusatzeffekt, dass man unter 30% HP da irgendwie Speed bekommt, finde ich nicht sonderlich geil. Dass man Leben verliert, ist, denke ich mal, für alle Beteiligten schlecht. Wüsste ich nicht, wann das irgendwann mal geil ist. Ja, und halt, dass man, es ist eigentlich nur dieser Zusatzeffekt, also die zwei Zusatzeffekte oder drei, halt 30% Part Damage, 150% nochmal mehr Part Damage beim Dodgen und die 150 Stagger Damage. Da war es auch ein bisschen unklar, was ich da gelesen habe. Man könnte ja davon ausgehen, dass es auch 150% wären, was irgendwie auch Sinn machen würde. Aber es soll wohl so sein, dass es nur 100, wirklich nur 150 ist. Keine Ahnung, also nicht Prozent, sondern nur 150, aber letzten Endes spielt es keine große Rolle. Ihr merkt es, mein Urteil wäre so oder so, so, dass ich sagen würde, ich zock die jetzt nicht hoch. Ich warte ab, bis der Event ewig lang freigeschaltet wird oder wieder freigeschaltet wird und ich vielleicht gerade noch so 5, 6, 7 Stunden Spielzeit frei habe, wo ich mal so ein bisschen hochzocken kann wieder. Ansonsten lasse ich die Waffe dann so liegen, wie ich sie mir jetzt innerhalb bis zum 20. dann erspiele oder solange das verlängert wird halt eben. Jo, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Waffe haltet. Ich bin mittelschwer enttäuscht, was nicht schlimm ist. Es muss nicht jede Waffe mega geil sein. Sie hat schon ihren Sinn, aber mir reicht der Sinn nicht aus, um sie jetzt zwingend hochzuspielen. Weil, wie gesagt, dieser Typus Spieler bin ich jetzt nicht. Nur nochmal ein Beispiel, wäre das jetzt ein Speer, der voll auf Wächterbild ausgelegt wird, wäre, was ich sehr oft mit meinen Kumpels und so spiele, dann würde ich sagen, auch wenn das jetzt ein Scheißspeer zum Beispiel ist, aber der so krass genau auf Wächterbild passt, so ähnlich wie es ja bei diesem Frostschwert war, wäre genau dieses Frostschwert als Speer gekommen. Da hätte ich jetzt gesagt, okay, spiele ich, auch wenn das kein Metaspeer ist. Ja, aber wie gesagt, mit den Strikern fühle ich mich eh nicht so wohl, muss ich sagen. Und dann ist es noch so ein absolut auf Teilbruch basierendes Ding da. Und dann noch mit schlechten Sachen drauf. Nee, da bin ich raus, Leute. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.